Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Pio, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Folge OMSI. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, ihr seht, es schneit so vor sich hin, alles ist weiß und alles ist toll, denn diese ist mit einer der schönsten, kleinsten Karten, die es wahrscheinlich für OMSI gibt. Die ist noch kleiner als Gundorf, aber sie ist total süß und putzig, kann man hier einfach mal sagen. Denn die Karte war schon mal ursprünglich, oder die war vor 2 Jahren in den Adventskalender von OMSI Webdisken drin gewesen und nennt sich Grobrau. Und das ist so eine kleine Weihnachtskarte, die man hier erstellt hat und im Zuge des Adventskalenders dann halt veröffentlicht hat. Und wer natürlich an dem Tag nicht die Tür geöffnet hat, der kam erstmal eine Zeit lang an diese Karte gar nicht mehr ran. Das war natürlich ein bisschen schade, aber man hat das Ganze denn, ich glaube, den neuer, den für alle denn zugänglich gemacht, sodass man sich das Ganze runterladen konnte. Und diese wollen wir uns weiter anschauen. Wir haben sie uns bereits schon angeschaut, aber wie gesagt, zur Weihnachtszeit ist das eigentlich wie so, ja, kann man so sagen, so schöne Bescherung, Kevin allein zu Hause. Die muss man halt immer wieder einmal mindestens im Jahr gefahren haben. Und dementsprechend machen wir das hier heute. Wir fahren heute mal mit einem Neoplan. Also ganz, ganz selten hier bei uns auf dem Kanal, aber ja. Mal gucken, wie er sich fährt im Gelenkbus. Und ihr seht, es wartet gerade mal ein Einzelner hier. Also da werden wir wahrscheinlich ein bisschen großzügig sein hier mit dem Gelenkbus. Und naja, die ganze Fahrt dauert irgendwie was mit, ich glaube, 7 Minuten, knapp 10 Minuten oder sowas. Ist wirklich nicht lang. Also von daher können wir es ganz geschmeidig jetzt machen. Fahren wir einmal hin und einmal zurück und dann passt das Ganze schon. So, wir springen mal hier rein. Das ist er, das ist unser Neoplan hier. 1114, das ist, glaube ich, ein Freeware-Bus, den kann man sich kostenlos runterladen oder konnte man sich runterladen. Ja, ihr seht, das ist jetzt natürlich jetzt nichts Weltbewegendes jetzt hier. Was haben wir hier? Achso, hier haben wir den Tunplan. Hier seht ihr, ne? 9 Minuten. Achso, das ist aber schon wieder Abfahrt. Denn, ja, also das ist schnell gemacht hier. Die Mappe hier drin halt, wenn wir jetzt mal hier uns hinten, ne? Sehen wir halt mal. Das ist mal so ein ganz anderer Style als sonst, was wir hier immer fahren, würde ich sagen. Ja, ne? Gut, würde mal sagen, starten das Ganze mal. Grobrau Markt steht schon da. So. Ist wieder ein Freeware-Bus, den musst du wieder anders starten. So. Gut. Verkaufsbereit. Wir sind auf der 011 1101 unterwegs. Genau, Park and Ride. Shuttle. Steigst du ein? Steigst du nicht ein? Guck mal, da läuft sogar der Weihnachtsmann. Ha! Cool. So muss das sein, Leute. So, das funktioniert leider nicht hier. Licht an, so, perfekt. Und Vorwärtsgang rein. Ich wette mal, oder? Ach, wir haben doch keine Zeit mehr, guck mal. Wir müssen nicht abfahren schon. Nee, der will hier nicht mit. Na denn, fahren wir los. Das dürfte hier spiegelglatt sein. Deswegen fahren wir jetzt hier ganz geschmeidig. Oh, 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 oh. Grobrau, genau. Oh. Das ist hier wirklich spiegelglatt. Dann machen wir lieber heute ein bisschen langsamer hier. Die wir jetzt in der letzten Folge schon ständig hier Unfälle hatten. Weil wir gerutscht sind. Müssen wir das Ganze ja nicht nochmal denn hier erleben. So. Leute sollen bis dahin fahren, weil sie da einen öffentlichen Parkplatz haben und wir kamen die denn allesamt denn zum Weihnachtsmarkt. So. Druckluftventil hat abgelassen, habt ihr schon gehört.
Das ist wie auf Rohreier. Wie auf Rohreier musst du hier fahren. Guten Tag. Achso, warte mal, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Jetzt habe ich. Guckt hier, was ist jetzt schon wieder los? Ah ja. Steigst ein und wird's wieder raus. Alles klar. Kann man machen. Ja, wie gesagt, die Karte fand ich großartig und das ist eine super, super putzige Geste, ja, sowas hier zu veröffentlichen. Wie gesagt, was ich mir schade fand, ist, dass sie halt wirklich sehr, sehr klein ist, keine Ansagen hat oder sonst irgendwas. Das ist schon ein bisschen schade. Und ich glaube, seitdem ist auch nie wieder irgendwas passiert mit der Karte. Also man hat hier wirklich nur das so ein bisschen veröffentlicht und dann war es das. So, können wir mal hier kurz mal Heizung anmachen. Jetzt hier wieder ein bisschen warm drin wird. Aktuell wird es nämlich hier ein bisschen kalt im Bus. Danke. So stehen. Wäre ich sehr verbunden, wenn du jetzt hier nicht noch rausziehst. Und da ist er schon. Der Weihnachtsmarkt. Haben wir jetzt hier eine Haltestelle über? Nee. Das ist gefühlt noch kleiner, als wie ich es in Erinnerung hatte. Ich dachte, du hast wenigstens zwei, drei Haltestellen. So, also der Lieferverkehr. Wir wollen hier rein. Aber fahren hier richtig lange, das ist hier wirklich glatt. Also guten Tag. Ich hätte gerne eine Karte für eine Kurzstrecke. So, Kurzstrecke. Also kurz. 2, 3. Kannst gar nicht mit 30 lang fahren hier. Und weiterfahren bitte. Dankeschön.
wir mussten. War okay. Also den hätten wir jetzt auf jeden Fall mitgenommen. Ich wollte eigentlich eine andere ursprünglich Karte aufnehmen. Die ist aber leider so verbuggt. Und das von dem Payware-Addon. Dass ich das ganze Ding gecancelt habe. Und einstellen musste, weil es da unsichtbare Wände gibt. Bei einem Payware-Addon. Ja, dass ich das Ganze ja nicht wirklich aufnehmen konnte. Und dementsprechend. Ich wieder vergessen habe, das hier rauszunehmen. Aber da waren wir schon. Instant waren wir da einfach komplett drin. Einfach mal fahren, das wäre großartig, ja. Das wäre mega großartig. So, kommt da hin, wieder rauskicken. Hallo. Und sagen wir noch mal eine Runde hin. Einmal Kurzstrecke. Kurzstrecke. So. Fahren wir nochmal zurück. Wie gesagt, weil die Tour halt wirklich klein ist, ja, macht ja natürlich der wenig Sinn. Aber das ist halt dieser Shuttlezug hier, den du hier hast, hier diese kleine Rundfahrt hier. Und wie gesagt, halt dafür, dass es halt auch kostenlos war, ne, man hier wieder. Man steigt da einfach aus, weißt du? Wie gesagt, das Ganze mal kostenlos halt angeboten hat, fand ich das schon extrem putzig. Also, ich dachte, du würdest wieder vorne einsteigen. Das wäre es ja gewesen. Da kann man auch seine Zeit verbringen. Steckst wieder aus und steckst du wieder ein. Und noch einer. So. Dann haben wir hier keinen. Und weiter geht's. Der hat's kleiner gemacht. Oh, der hat ja sogar einen Retarder. Aber gut, das kannst du bei dem Wetter eh nicht benutzen, den Retarder. Guten Tag. Oh, cool gemacht, ne? Wie sie mit dem Spiegel alles, mit dem Spiegel, sag ich schon, mit dem Scheinwischer hier das Ganze animiert haben.
Sieht schon putzig aus. So. Wir müssen echt vorsichtiger fahren, ja, bei so einem Wetter hier, da rutscht der ja halt schon massivst, ja, das ist ja. Eine falsche Lenkbewegung, du fliegst raus aus der Kurve. Die Weihnachtsmänner, die gab es bei Harlequin umsonst. Ich weiß gar nicht, ob es die immer noch gibt oder ob man die jetzt rausgenommen hat. Konnte man sich kostenlos mal bei Harlequin runterladen, genauso wie es ja so eine Geister gab zu Halloween. So. Hallo. Einmal bitte Kurzstrecke. Boah, jetzt willst du auch noch ein Ticket hier. Oh, das ist ein bisschen viel, glaube ich. Eine Tageskarte hätte ich gerne. Eine Tageskarte. Ja, jetzt muss er natürlich mal kurz mal ein bisschen Fotoshooting hier machen. Du hast hier alles irgendwie raufkriegen. Warum Steven mittlerweile jetzt immer zwei Screenshots macht. Das weiß ich auch wieder nicht. So, oh, wir haben Verspätung. Los geht's. Did. Ein Schluck Kaffee. Ach komm schon mit Grün. So,
Plus wieder gleich an der Endhaltestelle. Und dann sind wir so zweimal abgefahren und dann haben wir das für dieses Jahr auch geschafft hier. Wie gesagt, ich finde sie extrem putzig. Macht doch die Tür zu. Finde sie extrem putzig. So, haben wir geschafft. Lassen wir so raus. Die Damen und Herrschaften hier. Aber wenn sie jetzt hier nicht aussteigen, wollen dann wieder mit drüben auf die andere Seite. Das war, wie gesagt, die kleine Karte Grobrau. Wie gesagt, war vor 2 Jahren im Adventskalender gewesen von Omsi Web Disc. Und ja, wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob es sie heute noch gibt. Müsste man mal gucken, müsste man die mal schlau machen. Aber wie gesagt, eine kleine feine Karte. Wenn man mal so ein bisschen Weihnachtsfeeling haben möchte, dann ist die Karte genau die richtige. Also das stimmt schon so ein bisschen ein. Wie gesagt, jedes Jahr aufs Neue ist das eine Karte, die ich hier sehr, sehr gerne zeige, weil sie halt wirklich sehr, sehr stilvoll, kann man hier sagen, schön eingerichtet ist. Wirklich eine kurze Linie. Wenn du dann dazu noch den Wintermodus hier anhast mit Schnee und allem drum und dran, dann hat das schon so seinen gewissen Reiz hier. Wenn dann noch hier der Weihnachtsmann langläuft, ist alles großartig da. Steht da sogar, der Mr. Santa Claus. Ja, Leute, ich verabschiede mich hier, bedanke mich, dass ihr wieder dabei wart und hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da, schreibt gerne in die Kommentare und wir sehen uns heute Abend zur Leitstellenfahrt. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr dabei seid und sonst verabschiede ich mich jetzt hier, bedanke mich, dass ihr dabei wart und Leute, bleibt gesund, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!